Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es darum, wie wir von den Draenei die rote Hautfarbe freischalten können und dazu müssen wir als allererstes auf einem 70er-Char einloggen und eine kleine Questreihe spielen. Diese Questreihe bringt uns am Ende dann ein Achievement, das wir finden unter Quests und dann Dragonflight und hier haben wir den Erfolg Rot sehen. Für dieses müssen wir Folgendes machen. Bezeugt, wie sich Velens Prophezeiung unerwarteter Buße abspielt. Und dazu gibt es dann einmal als Bonusanpassung Vorlage der Manari Erida für Trainer. Und das ist quasi, ja, diese rote Hautfarbe. Gut, wo geht das Ganze los? Wir befinden uns einmal in Sturmwind und zwar hier auf den Koordinaten 77, 37. Und da ist dann so eine Quest mit so einem, was ist das, so lila Dreieck? So eine Quest ist das, die man so ein bisschen hervorgehoben hat. Also die startet hier. Und bei der Horde startet das Ganze in Ogrimmar. Und zwar etwa hier bei den Koordinaten 71, 43. Und ja, die Questreihe dauert 10, maximal 15 Minuten. Besteht aus überwiegend tatsächlich Dialogen auch. Ganz interessante Story-Sachen. Ich will es jetzt hier mal nicht spoilern. Am besten guckt ihr euch das selber an. Die Questreihe ist relativ einfach. Sind ein paar Quests, müssen Mobs umhauen, ein paar Sachen anklicken, Boss töten und dann halt 90% Dialoge anhören. Also ist eine fixe Angelegenheit. Und ja, was gibt es dann davon? Da würde ich sagen, schauen wir jetzt einmal rein. Wir kriegen nämlich ein paar Anpassungen. Beziehungsweise ich kann euch noch so ein kleines Goodie zeigen. Dafür porten wir uns jetzt einmal nach Dalaran. Und dabei gucken wir uns aber hier die Anpassung an. Also ich bin auf dem zweiten Account schon mal jetzt eingeloggt. Und ihr seht, hier sind ein paar Sachen, wo neu dran steht. Wir haben nämlich unter anderem ein paar Hautfarben, jetzt bei den weiblichen Draenei, diese relativ knallig rote, die sieht sehr, sehr cool aus. Und dann haben wir so ein bisschen eine mattrotere. Und zusätzlich haben wir dann noch einen Haufen neue Augen, Haarfarben sind es und Augenfarben. Also wir haben hier dieses Rot, dann haben wir so ein lila, würde ich jetzt mal sagen, einen bräunlichen Ton und das ist eher so ein blonder Ton. Ne? Also die vier Farbvarianten haben wir neu. Und dann haben wir bei den Augenfarben, anscheinend gab es vorher nur blaue Augen. Ich bin jetzt niemand, der das so genau customized, aber hier sind jetzt quasi so Teufelsgrüne drin. Die wären bestimmt nice mit dem hier. Oh, das sieht natürlich schon badass aus. Und dann noch irgendwie was Helles als Haare oder so. Könnte man schon bestimmt coole Sachen machen oder weiß, keine Ahnung. Naja, ich spiele ein bisschen rum und dann gibt es halt quasi noch Türkis, so ein Gelb, so ein helles Lila und so ein... Das ist auch fies, ein ganz dunkles. Wenn wir dann irgendwie so dunkel-lila Haare noch reinhauen. Das sieht auch fies aus. Genau, also das sind soweit die Optionen. Wir können mal noch bei einem männlichen auch gucken, was wir da so haben. Also hier sieht es gleich aus, ne? Das sieht auch fies aus, das Rot. Also wieder knallig und wieder ein bisschen matteres Rot. Und dann haben wir hier quasi auch wieder selbige Haare. Gut, der hat jetzt nicht sonderlich viele Haare. Schauen wir mal hinter. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen schlechte Frisur. Aber die Farben scheinen dieselben zu bleiben. Und auch die Augenfarben. Bloß da ist jetzt grün als erstes drin. Okay, interessant. Genau, die sind auch relativ gleich. Genau, das ist soweit das, was wir dadurch freischalten. Und jetzt gucken wir einmal, dass wir auf die Vindica gehen. Beziehungsweise dann in das Lager. Wir schalten nämlich neben dem ganzen Spaß auch noch einen Händler frei, wenn wir die Quest 3 fertig machen. Es gibt unter anderem auch noch ein Toy, das habe ich hier auch schon im Inventar, aber da werde ich nochmal einen Toy-Guide, denke ich mal, für machen, dann schauen wir uns das da genauer an. Aber, was ihr vielleicht verpasst habt, wenn ihr die Quest 3 gemacht habt, ihr kriegt zusätzlich in dem Lager von Krokun, da müssen wir nämlich dann unter anderem hin, aber keine Sorge, ihr werdet da über ein Quest-Item hingeportet, können wir hier hinten eine Quest quasi annehmen. Also wenn wir diese kleine Questreihe durch haben, können wir eine Quest bei ihm annehmen und dann diesen Händler freischalten. Und der hat neben einem Toy auch nochmal einige andere Items, wie ihr seht. Und zwar sind es ein Haufen Temok-Sachen, ne? Also das sind halt Waffen hier aus hier aus Argus. Und ja, vielleicht den ein oder anderen Transmogger ist das bestimmt eine schicke Sache. Sehen ganz cool aus, so Trainer-Style gehalten, ne? Und ja, genau. Das war es dann soweit, was ich euch zeigen wollte. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Heute da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.